Komm zurück zu einer neuen Streaming-Session. Mal wieder später als sonst. Also so richtig. Also eigentlich ist es schon früh. So spät ist es schon. Aber egal. Wo wollte ich denn? Ich habe ja hier... Habe ich eigentlich schon markiert? Ja, ich habe schon markiert. Ja, Mensch, bin ich gut. Egal. Machen wir uns einfach mal auf. Und hoffen, dass uns dieses Vieh nicht gegenläuft. Wir werden noch mal ein bisschen den Südosten... unsicher machen. Oder sicher, je nachdem. Wir sind ja der Witcher, wir machen alles sicher. Sicher, sicher, sicher und sorglos. So machen wir das. Und so rennen wir auch umher und Boden und hast nicht gesehen. Wie viel ist es? Moment, ich muss eigentlich mal die Karte angucken und mal schauen, wie viel es denn ist. Was ich denn noch alles mitnehmen muss, was ich denn noch erkunden muss hier im Südosten. Dauert nämlich noch ein bisschen. Ist nämlich, scheiße, wie lang ist es? Na, 92 Meter haben wir noch genug Zeit. Wie viele sind es denn? Können wir mal zusammenzählen? Ach du, mein Gott. Okay, das könnte noch ein bisschen dauern. Ja, aber ich muss ja erstmal hier den ganzen... Das hier einmal arbeiten. Machen wir das hier. Egal. Es sind viele. Und das wird erstmal noch ein bisschen gehen. 1,30. Super. Das ist doch mal eine Zeit. Eine Zeit, in der man schreit. Was schreit man denn? Keine Ahnung. Aber man schreit was. Ich darf ja hier nicht mal wieder das Ding kaputt machen. Gut, wir gehen aber mal vom Boot runter in die See. Das ist eigentlich die beste Entscheidung hier. Komm schon. Tuck dich, tuck dich. Genau, einmal getackert. Und nochmal getackert. Und nochmal tackern hier, bitte. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Okay, alle wurden erfolgreich getackert. Ich darf nicht auf F drücken. Ich muss diesmal auf E drücken. Oh, Wunder. Drücke auf E und dann wird alles schä. Drücke auf Burg, irgendwas und dann wird es halt nicht so schön. So. Und was war denn überhaupt die Interaktionstaste bei Black Desert? Das weiß ich das. Warte mal, was war die Interaktionstaste von Black Desert? War das auch E? Könnte E gewesen sein. Ich weiß es nicht. Müsste ich rein. Auf sowas achte ich nicht. Es ist einfach drin. Das ist ganz, ganz schräg. Könnte auch die Maustaste sein. Nee, er war's. Ah, er. Okay, ist jetzt hier nicht so weit weg. Er wäre hier was ganz Banales gewesen. Er wäre hier, ja, was wäre denn er? Puh, keine Ahnung, was er ist. Aber es wäre auf alle Fälle was. So. Ja, was wäre denn jetzt mal hier die kürzeste Variante? Erst diesen Bogen, der da rauskommt, zu nehmen oder dann wird andere Sache. Stimmt, ich kann ja mit Shift ein bisschen schneller fahren. Aber guck mal, einer hier, diese, das sieht ja schon richtig cool aus hier. Diese Wolken, dann noch diese Insel mit dem kleinen Baum drauf. Das hat was, wirklich, das hat was. So, aber hier nirgendwo mit kollidieren, das ist ganz, ach scheiße. Das gibt's einfach nicht. Ich kollidiere einfach mit irgendwelchem Geröll, das ist echt kacke. Okay, ich darf hier nie direkt drauf. Sondern ich darf hier immer nur indirekt lang. Okay, komm. Gut, ein Hammer. Noch ein Hammer. Okay. Wow, den haben wir jetzt aber... mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir haben mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit diesem Ertrunkenen. Mann, bin ich froh, wenn ich die Sachen hier wieder in jemanden... Oh, noch ein Ertrunkener. Na, scheiße, das hat jetzt nicht so ganz geklappt. Na, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Komm schon, jetzt. Okay, haben wir die Gegend. Das ist schon das zweite Boot, was ich kaputt gemacht habe. Nur weil ich durch so ein Schmugglerversteck da fahre. Das ist echt kacke. Ja, nicht mal mit einem Grund. Da ist einfach nur eine Welle. Und es wird einfach was gegen den Bug gespült. Das ist ein bisschen scheiße. Naja, egal. Müssen wir erstmal wieder hier runter. Mann, das habe ich mir ja schon die ganze Zeit vorgenommen. Durch die Schmugglerverstecke hier ein bisschen seitlich zu fahren. Beziehungsweise nicht da durchzufahren, sondern daran vorbei. Hilft. Na dann. Ah, schön gechillt hier. Echt. Einfach nur geil. Naja, es sind noch 100 Meter. Dann haben wir es wieder. Fliegendes, sich schnell bewegendes. Es könnten Sirenen sein.
Scheiße, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit nichts kollidiere hier. Oh, fuck. Okay, haben wir wieder. Und nochmal. Zweites Ding. Und nochmal. Und wer will noch was abhaben hier? Du willst was abhaben. Das Geile ist, wenn man nämlich nicht auf dem Boot drauf ist, dann... wie das getroffen hat. Ja, wenn man, wie gesagt, nicht auf dem Boot dran ist, dann kommen die nicht und machen das Boot kaputt. Das ist ziemlich cool. Dann versuchen die nämlich nur ganz normal mit gegen einen zu kämpfen. Und ganz normal bedeutet keine Interaktion mit dem Boot. Das ist cool. So bleibt das Boot wenigstens intakt. Mein Inventar sollte bald wieder voll sein. Und das kann ich dann bei der nächsten Bootsfahrt mal noch überprüfen. Und bei dies. Gut, also wohin geht's jetzt hin? Ja, drei haben wir ja schon. Jetzt sind es nur noch sehr wenige Punkte. Geil. Und das auf dem Land ist ja wieder separat. Das lässt sich ja auch ohne Schiff regeln. Da kommt man einfach so ran. Ist gut. Ist wunderschön, ist das da. Ah, nee, nee, nee. Oh, das ist echt entspannend. Dummerweise wäre ich hier gern an Land, aber das Wasser ist ein bisschen... Mh. Für meinen Geschmack haben die zu viele Schmugglerverstecke hier in das Meer gesetzt. Muss man ja fast überall halten. Das ist genauso wie bei Assassin's Creed 3. Da musste man auch sonst wohin, nur um diese blöden Federn zu sammeln. Boah, das war schlimm. Und dann hat man die Federn gesammelt. Und dann, oh, Schreck, lass nach, das, was man da rausbekommen hat, im Gegenzug dafür, war echt grottig. Also diese Verkleidung für die Federn, die war echt scheiße. So, und der will noch was. Und der will auch noch was. Und das war's. Sehr schön. Na dann, nicht, dass hier mein Sauerstoff noch weggeht hier. Der Powerstoff mit Sauerstoff. Und da hinten, den nehmen wir auch noch. Komm schon, Gerald, du schaffst es. Du bist einer der besten. Besten Schwimmer überhaupt. Wunderbar. So. Gut, wo geht's jetzt hin? Von hier aus dahin. Ich muss immer noch ein bisschen rauszoomen, damit ich immer genau weiß, wo es denn als nächstes ist. Fuck. Oh, jetzt haben wir wieder mit irgendwas kollidiert und schon wieder ist was kaputt gegangen. Die Schmugglerverstecke sind kacke. Die machen die Boote kaputt. Ich werde mir hier noch... Ja, ich werde mir noch die ganzen Bug kaputt reißen hier. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was zum Geier ist das? Wir haben hier ein Weltwunder gerade gefunden, gesehen. Und halt, sehr schön. So, was haben wir denn hier für Viecher unter Wasser? Sehr schön. Wunderbar. So, hinter uns soll nichts sein. Das wäre so miese. Einfach mal aus Versehen mit der Armbrust hier gegen schießen und dann zack. Ist das Seil kaputt? Und dann schreck das nach. Die Truhe ist auch weg. Ja, dann ist doch alles in besser Ordnung. So, und noch ein. Scheiße, ist zu weit weg. Ich schieße immer zweimal, weil ich die Taste immer hämmere. Dummerweise merkt sich das Spiel. Ist ein bisschen blöd, aber na gut. So, ein bisschen schneller hier, mein Gutser. Wir haben ja bald den ganzen Osten fertig. Da brauchen wir noch den Südosten. Und dann ist wirklich alles hier gesucht. Und ich denke mal, in Kaer Morhen ist es nicht so groß. Da kann man sogar sehr schnell die Sachen finden in Zukunft.
Das wird schön sein. So. Nach der, der gerade nichts zu tun hat. Denn Segeln ist nicht gerade anstrengend. So. Uha. Stop. Na komm. Ach komm, der hätte wenigstens untertauchen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ach du Scheiße, es sind so viele. Ich weiß nicht, welche am nächsten dran sind. Ich gucke vielleicht voll in die falsche Richtung. Okay, gut, das sollte es eigentlich gewesen sein. Dann war dies. Moment, das ist eigentlich ziemlich zentral gehalten. Wo ist denn der dritte? Der ist da. Hatten wir den schon? Sieht. Ne, den hatten wir. Von dem sind wir ausgeschwommen. Dann noch den. Ah, genau. Na, wunderbar. Es könnte ja auch sein, dass man irgendwelche Gegenstände bekommt, die dann noch eine gewisse Quest auslösen oder so. Das wäre ja auch mal der Fall. Wer weiß. Kann ja alles passieren. Scheiße. Ey, das ist immer so. Oh, ey, Kacke. Ist das der Bug schon wieder kaputt? Jedes Mal. Oh, das ist immer, wenn ich... Manchmal kann man da durchfahren und manchmal reagiert das jetzt nicht mit dem Holz. Und manchmal reagiert das so extrem mit den Wellen und dem Holz, dass es so gegenschlägt. Boah, das ist kacke. Ich fahre schon extra seitlich ran und dann trotzdem noch auf Grund laufen hier. Ich bin noch nicht bei der Titanic. Oh Mann, ey, ich brauche ein neues Schiff. Also ich vielleicht doch ein bisschen weiter außerhalb. Ja, genau. Komplett außerhalb vom... Ring bleiben wir dann jetzt mal. Nicht irgendwie innerhalb. Nö, überhaupt. Gibt's da jetzt nicht. Komm schon. Okay, die sind eigentlich weit genug weg. Ich denke mal, dass sie nicht mit mir interagieren. Oder? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Rüstungen kann ich hier bitte noch mitnehmen? Ich muss doch... bei der nächsten oder übernächsten Kiste spätestens überladen. Jetzt überladen werden. Na endlich. Aber naja, ob man sich darüber freuen mag, ist jetzt erstmal zweiten. So. Gut. 230. Na, das geht mal noch. Okay, hier sollte es doch hoffentlich ein neues Schiff geben. Dann... So, warte mal. Also der Westen ist schon komplett orientiert. Das Ding auch. Wenn man hier das alles sieht. Überall nur Schmugglerverstecke. Och, der Süden wäre so schnell gewesen. Hätte ich eigentlich fast schon als erstes machen müssen. Aber egal, wir machen einfach Schnellreise hier runter und dann segeln wir hier hoch. So, wohin denn jetzt erstmal? Erstmal hierhin kundschaften. Alter, die Dinger, die gehen bis raus. Zum Glück hat so ein kaputtes Schiff nicht unbedingt immer Auswirkungen auf die Geschwindigkeit. Das geht einfach nur irgendwann kaputt. Dann war es das. Und ich kann es auch leider nicht reparieren. Moment, könnte ich es reparieren? Müsste ich testen, wenn ich damit in der Nähe der Insel bin. Oder ich repariere es vom Boot aus. Das wäre natürlich das Härteste. Vom Harten. Naja, aber Moment, wie viele Orte der Macht hätte ich denn bis jetzt in Skellige gefunden? Sehr wenige, einen. Vielleicht sogar zwei, aber eigentlich nicht sehr viele. Moment, oh Gott. Nicht auf Grund laufen. So, wir bleiben mal hier separat. Also was ist denn das hier für einer? Schiffbrüchige Piraten, Bandit. Ein Bandit ist es. Ah, immer schön speichern. Ja, jetzt mal schön speichern. Gut, Oh fuck, das war jetzt ein bisschen. So, erstmal sachte annähern. Tanzen wir. So, dann tanzen wir. Gut, dann tanzen wir mal, aber wahrscheinlich nicht auf die Art, die
Die Gegner denken. Ja, wir tanzen auf die Dächer Art. Wir tanzen auf die Igni Art. Igni und Irden Art. Die Igni und die Irden Art. Die haut mega rein. Mitten das Schienenbein. Und wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Gott, ey, ich liebe diesen Spruch. Der ist so cool. Ja, hey, was macht denn der jetzt hier? Den hat es vorher aber nicht gegeben. Ah, scheiße. Okay, jetzt aber. Ich drücke hier eigentlich vorwiegend nur die E-Taste, weil das einen Ticken schneller geht als Leertaste. Und ich springe, also was ist ein Ticken? Eigentlich geht die Leertaste schneller, aber ich will hier nicht auch so sehen, mal springen oder so. Sehen wir hier keinen Ofe. Und Gesellenwerkzeug, Büffelgras, das ist ja nicht so toll. Was ist das denn? Hof nehmen. Asche, toll. Eine Angel brauche ich jetzt auch nicht. Karten. Och Mann. Die spielen hier Gwind, ne? Ich hätte gegen die Gwind spielen können. Oh, das ist jetzt gemein. Gwind spiele ich doch. Gwind spiele ich gerne. Ah ja, was immer. Ja, so. Erst dann den Norden und dann rüber. Apropos, Moment, wo habe ich denn eigentlich mein Ding? So, irgendwie. Ah, die haben leider kein Boot, was ich nutzen könnte. Weil das sind Banditen. Naja, die mussten ihr Boot reparieren. Genau, daran lag es nämlich. Ich muss so schnell wie möglich ins Wasser, weil schwimmend sind wir schneller als gehend, komischerweise. Sehr schön, jetzt aber. Sweet, Moment. Ja genau, erstmal geradeaus rüber. Um die Insel rum. Wieder hoch zu den beiden Schmuggler verstecken und dann en masse. Man kann sagen, es ist im Vergleich zum Ritt auf dem Pferd ein bisschen ähnlich. Also von der Geschwindigkeit zumindest, beziehungsweise von der Umständlichkeit. Weil man muss ja jedes Mal aufs Pferd, beziehungsweise aufs Boot und dann wieder runter und wieder hoch. Also es ist ungefähr ähnlich. Das Problem ist nur, oder der gravierendste Unterschied ist, so ein Boot kann kaputt gehen, so ein Pferd eigentlich nicht. So, jetzt aber mal ab da rein und Action machen. So, wo sind die Viecher? Und noch einer. Boah, ey, getackert werden sie. Getackert. Alle wollen sie hier was abhaben vom Gerald. Fuck. Kriegen sie aber nicht. Wir sind schneller als die. Schubidu. Schubidu. Und der Unterschied, was die Überlastung angeht, ist beim Pferd auch nicht gegeben. Das heißt, man könnte auf dem Pferd sich schnell bewegen, wenn man überlastet ist. Man könnte aber auch überlastet mit einem Boot schippern. Ja, das Einzige ist, das Boot erscheint nicht dort, wenn man es ruft. Oder erscheint nirgendwo, wenn man es ruft, kann man sagen. Alter, diese Welt. Das ist echt cool. Also wie die das hinbekommen haben, dass es so flüssig mit Wellen funktioniert, das ist ein Meisterwerk, wirklich. Ein Meisterwerk. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ich schipper mit dem Kanu über Skelligs Meere. Nee. Irgendwas mit Wind und Wehen. Das müsste auch noch mit rein. Egal. Wenn ich jetzt hier nach oben gucke mit diesem Segel, was er mit drauf hat, da muss ich immer so ein bisschen an Jim Knopf denken. Und warte mal, war das Emma? Ja, Emma war die Lokomotive. Oder beziehungsweise, war es eine Lokomotive, was nicht wirklich, es war irgendwas. Zug war es nicht. Lokomotive, Emma, die Lokomotive, nee. Fuck.
wie hieß das Ding, was Lukas der Lokomotivführer gezogen hat? Lukas, ja, Jim Knopf war der eine, dann Lukas der Lokomotiv. Doch, ja, war Lokomotivführer. So, jetzt haben wir noch alle erwischt. Nur die Fische machen mir so ein bisschen bange. Oh Gott, hier war doch was. Ja, ich werde es eh merken, wenn hier so ein roter Punkt neben mir auftaucht auf der Karte. Und mir ist jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass ich doch so leicht die Luft verliere hier. Da blubbert so ein bisschen Dinge hin. Und wenn man unter Wasser ist, dann hat man natürlich noch diesen komischen Verschwimmungseffekt. So. Oh fuck. Wo denn jetzt noch? Ey, wie viele von den Dingern wollen denn noch kommen? Gibt's denn nicht? Die kommen aus der Luft. Im Wasser zu Hause und kommen aus der Luft. Blöden Amphibien. So, dann nächstes Schmuggler verstecken. Oh, ja, zwischendurch mal speichern, hier wäre ganz hilfreich. Ah, genau, da ist noch einer. Moment. Scheiße. Oh nein, das darf jetzt nicht hier zu meinem... Ich weiß, eine dumme Idee, das Teil jetzt anzugreifen. Oh fuck, hier, wir sind ja schon da. Oh, ich drehe jetzt nicht um wegen dem. Vier. Ach du meine Güte, das ist mal eine Neuheit. Sonst sind es immer nur drei. Copy and Paste, Schmugglerfall. Dann sind es mal vier. Also wenn da nicht irgendeine besondere dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Naja, anscheinend keine wirklich besondere. Moment, ich wollte mal hier an den... Sieht nämlich echt schön aus, diese Berge hier, die so ins Wasser reinragen. Oder diese Berge, die aus dem Wasser herausreichen, je nachdem, wohin sie halt ragen, ne? Eigentlich ragen sie ja aus dem Wasser heraus und nicht in das Wasser hinein. So, wohin müssen wir? Jetzt haben wir die nördlichen beiden und jetzt müssen wir nur noch die. Sehr schön. Müssen wir nur noch die? Müssen wir nur noch die? Was? Müssen wir nur noch die erkunden gehen? Scheiße. Ah, zu viele Sirenen, zu viele Sirenen. Ich kann sogar während gedrückter Shift-Taste angreifen. Das ist praktisch. Das müsste... Ach, Mann. Moment, wann ziehe ich mal wieder einen Wal? Das war nämlich auch ziemlich nice. So einen Wal sieht man nämlich auch. Das heißt, das sieht man nämlich auch. Ich habe den einmal gesehen. Also ich würde mal sagen, man sieht den sehr selten. Außer man kommt öfter mal an so einer Bucht vorbei. Was haben wir denn hier? Flattermänner. Die mich total ignorieren. Das ist gut. Perfekt. Ja genau. Und wie gesagt, dieses T-Ding von Jim Knopf und so weiter, das erinnert halt so ein bisschen an das Segel, was sie da angebunden haben. Beziehungsweise diese Magnetsteine waren es ja. Damit haben die das Teil zum Fliegen gebracht. Oh Gott, bitte nicht springen hier. Bitte nicht springen, um da hochzukommen. Das wird nämlich schwierig. Weil ich habe dieses Mehr-Lagern-Talent gerade nicht dabei. Das würde helfen, ist aber nicht drin. Apropos Mehr-Lagern-Talent, das gab es doch doppelt. Einmal in der Alchemie und einmal in irgendwas anderem. Einmal noch in dem Gelben. Da muss ich nochmal gucken. Gab es, dachte ich, noch irgendwo einen Punkt, der ein bisschen doppeldeutig war. So, und zwar machen wir mal K auf. Also das hier haben wir schon. Klar, Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht. Bringt uns jetzt überhaupt nichts. Können wir gleich mal hier rausnehmen. Techniken der Greifenschule nehmen wir da doch eher rein. Und wo war das hier? Was sieht denn hier mal nach... Mutation, nö. Was sieht denn hier mal nach Tragfähigkeit aus? Herstellen von Ölen, Stoffwechsel, Vergiftungsregeneration, Schmerz erdulden, nein. Hier gab es irgendwo was. Mann, Gott, das, wo war denn das?
Mutation erhöht bestimmte Wirkungsdauer die maximale. Nein. Mutation. Ah, erhöht die Bonus durch Mutagene, die in einem Mutagenplatz im Charakterfenster platziert werden, um 10% bis Trance 5. Wäre natürlich auch geil. Wirkt Mutagene, die in einem Leben. Brauche ich eigentlich? Synergie brauche ich noch. Ja, das war's. 5 Zeichen Intensität. Ich bräuchte mal ein paar bessere Mutagene oder zumindest die mal zusammenzuführen. Weil die sind ja schon bei einem 7, ne? Moment. Habe ich den mittleren? Ja, genau. 7% waren die mittleren. Ja. Boah, ey, so viele Mutagene und das Inventar ist echt voll von dem Zeug. Erst dann untertauchen, wenn es nicht mehr klappt. Moment. Ah, scheiße. Dummerweise kann ich mit der Armbrust nur unter Wasser feuern. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen zwielig. Aber nochmal, was so schön war. Komm schon. Wer will noch was? Wer hat noch nicht? So, und sonst noch was? Die stürzen sich richtig ins Wasser rein. Das ist hart. Die kommen einfach wumm. Wie so ein Meteor. Zack, kommen die runter. Das ist echt krass gemacht. Jetzt brauche ich aber mal ein bisschen Luft hier. Auf der anderen Seite vom Schiff ist es. Na dann, 2, 1 und runter. Oh Gott, nein, scheiße. Nicht angreifen lassen hier. Pfui, aus. Nein, nicht doppelt, Mann. Nicht doppelt. Macht man nicht. Yes, da, endlich. Gut, und was ist jetzt hier bei dieser Gegend gewesen? Ich könnte noch ein bisschen weiter, ja, genau. Ich werde auf alle Fälle noch ein bisschen weiter mit dem Schiff hier reinfahren. Das heißt, das Schiff boot. Aber interessant festgehalten. Also der Mast ist ja von vorn und von hinten stabilisiert. Ist er denn auch seitlich stabilisiert? Weil der könnte ja trotzdem nach links und nach rechts wegkippen. Naja, ey, der müsste eigentlich jeden Moment nach links und nach rechts wegkippen hier. Jeden Moment. Was anderes kann man nicht zulassen. Strange. Ein bewachter Schatz. Ah, hier unten noch was? Ne. So, bewachter Schatz. Von einem, keine Ahnung, was du bist. Ach du Scheiße, sieht aus wie eine Art grauer Bär. Also ein weißer Bär ist es nicht. Wird er ja weißer davor stehen, oder? Okay, wir nähern uns mal ganz sachte an. Aber nur ganz sachte. Okay, jetzt hat er uns gewittert. Oh Gott, machen wir wenig Schaden. Ich muss mehr Schaden machen. Oh, verdammt. Okay, der geht jetzt down hier. Sehr schönes Ding. Okay, was haben wir denn für ein Fell von dem? Ein Eisbär. Okay, da war es doch ein Eisbär. Ja, bewachter Schatz, ne? Ja, genau. Die Rüstung. Das ist jetzt das Bewachte hier gewesen. Das ist jetzt das, worauf es ankam. Genau. Ah, herrlich. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Händler vorbei, der überhaupt kein Geld hat. Wobei, nee, das macht man erst dann, wenn das Inventar komplett, also wenn wir hier wenigstens alles rundherum erkundet haben. Ah, scheiße, nee, das ist zu früh gewesen. Und jetzt sind wir auf dem Segelturntrip. Moment, damit es hier nicht zwischendurch raushaut, erstmal schnell speichern. So. Okay, haben wir. Das ist dann nah an der Küste. Lässt sich machen. Jetzt halt nur noch das. Da müssen wir an den schnellen Hafen. So.
ist es denn? Vor allen Dingen hier ein Hafen, ne? Was ist, hä? Das ist bestimmt nicht ohne Grund hier. Ja, genau, so machen wir das. Das hier sieht aus, als ob da was Bestimmtes... Oh! Moment mal. Ich will erstmal wissen, was... Ich kann ja hier... Moment, kann ich hier Schnellreise machen? Moment. Nee, Schnellreise kann ich noch nicht hierhin machen. Ich werde hier einfach mal ein bisschen weiter nach hinten chippern. Oh fuck, okay, also leider kann ich nicht schnell nach hinten das Ganze machen. Aber ich will jetzt leider auch nicht zu schnell hier lang, dass ich dann auch so sehen, das ganze Boot noch aufschramme. Ein Eingang für eine Markierung, nee, oder? Schnellreise? Eigentliche Schnellreise habe ich noch nicht gekriegt. So, was ist es denn? Na komme. Moment mal. Also die anderen Schnellreisepunkte sieht man hier gerade nicht. Das ist ein bisschen kacke. So, machen wir es mal so. Ja, okay. Die Grotte sehe ich. Perfekt. Brauche ich jetzt hier nicht reinzugehen. Machen wir dann nachher, weil das gehört jetzt zum Land. Also ja, eigentlich Insel, aber...